Es geht also darum, dass Sie bereits viel Text geschrieben haben und möchten auf der folgenden Seite den Text weiterlaufen lassen. Wie funktioniert das in Tango Solo? Hier habe ich einen Text vorbereitet, der auf Seite 10 beginnt und ich möchte nun den Text auf der Folgeseite weiterfließen lassen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1: Sie haben in der Werkzeugleiste Auswahl markiert, klicken auf den Rahmen und ich blättere etwas nach unten. Und Sie sehen hier ein rotes Pluszeichen. Das rote Pluszeichen zeigt mir an, dass noch Text vorhanden ist, der nicht positioniert wurde. Also der Text fließt nicht auf den Folgeseiten weiter. Gut, und Sie sehen, wenn ich mit der Maus hier drüber fahre, ändert sich die Maus. Und nun kann ich mit der rechten Maustaste auf dieses Pluszeichen klicken und wähle nun mit der linken wieder automatischer Textfluss. Tango Solo bietet mir an, den Rahmen auf der folgenden Seite am Satzspiegelrand auszurichten und einzurichten und auch andere Seitenelemente mit zu kopieren. Das ist im Moment noch nicht interessant. So, ich klicke auf OK und wir schauen uns das Ergebnis an. Hier wird mir gesagt, es wird noch eine Seite benötigt. Soll sie eingefügt werden? Ja. Gut, sehen wir uns an, was passiert ist. Der Textrahmen hier zeigt kein rotes Symbol mehr. Und ich blättere nun auf die nächste Seite, hier Seite 11. Und ich sehe, der Text fließt auf Seite 11 weiter. Die Seite 11 wurde automatisch hinzugefügt. Und auch der Textrahmen wurde automatisch hinzugefügt. Also hier brauchen Sie sich eigentlich um nichts kümmern. Seiten und Textrahmen fügt Tango Solo automatisch hinzu. Die zweite Möglichkeit wäre, eine neue Seite einzufügen, einen Textrahmen aufzuziehen und die beiden Textrahmen dann zu verknüpfen. Ich beginne damit, eine neue Seite einzufügen. Also im Moment befinde ich mich auf Seite 10. Ich möchte also Seite 11 einfügen. Ich wähle Seite einfügen und der Vorschlag, dass ich am Anfang eine Seite einfüge, gefällt mir nicht. Nein, ich möchte am Ende eine Seite einfügen. Ich könnte hier jetzt auch sagen, zwei, drei oder vier Seiten. Ich weiß, dass mir eine Seite genügt. Bleibe ich dabei und klicke auf OK. Gut, ich blätter mal nach unten. Sie sehen hier wieder mein Pluszeichen und die zweite Seite 11. Wie ziehe ich nun auf der Seite 11 einen weiteren Textrahmen? Ich klicke in der Werkzeugleiste auf Textrahmen aufziehen. Die Maus verwandelt sich in ein Kreuz und mit gedrückter linker Maustaste ziehe ich den Rahmen auf. Ich kann ihn natürlich auch entsprechend vergrößern oder verkleinern. Ich mache das mal hier, so dass er auf dem Rand zu liegen kommt. So, wie kann ich diese beiden Textrahmen nun verknüpfen? Ein neues Werkzeug ist gefragt, nämlich das Werkzeug Verketten. Ich klicke es an, wähle mit einem Klick den ersten Textrahmen. Nun ist er blau markiert. Er muss aber grün sein. Klicke ich nochmal. Aha. Jetzt habe ich hier eine grüne Markierung und nun bewege ich die Maus auf den nächsten Textrahmen von Seite 11, klicke darauf und Sie sehen,
Es wird mir sofort angezeigt, die beiden Textrahmen sind nun verknüpft, sichtbar auch durch diesen Pfeil. Ich blätter mal nach unten und ich sehe, hier hört mein Text auf und gut, bin zufrieden, passt. Das könnte ich jetzt natürlich für weitere Seiten fortsetzen.